Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft hier auf der wunderschönen Map die Alps. Wir werden heute mal wieder ein paar Baumstämme zu Hackschnitzeln verarbeiten, denn da haben wir nämlich im letzten Teil mit dem Ponzi Scorpion King einige Bäume gefällt. Und zwar nämlich hier in dem Wald, und da seht ihr, liegen jetzt hier einige Baumstämme rum. Wir haben jetzt noch diesen einen Baum hier stehen gelassen, weil er noch recht klein ist, steht jetzt zwar ein bisschen so im Weg, aber... Genau, hier haben wir so ein paar Bäume gefällt. Ich weiß gar nicht, vier Bäume jetzt erstmal. Vier Bäume? Warte mal, eins, zwei... Hier ein paar mehr, ich glaube fünf Bäume ungefähr. Genau, haben wir jetzt die ganzen Baumstämme hier liegen, oder vielleicht sogar noch mehr als fünf, werden wir gleich vielleicht nochmal sehen, aber ungefähr so viele haben wir halt hier gefällt. Genau, und die werden wir jetzt alle mit dem, hier in den, die Baumstämme in den Hochleistungshäcksler einladen und zu Hackschnitzeln verarbeiten. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir denn am besten jetzt unseren Hochleistungshäcksler positionieren. Weil wir könnten ihn jetzt zwar hier stehen lassen, dann müssen wir aber immer so viel hin und her fahren. Vielleicht lasst uns den einfach mal irgendwo hier unten so platzieren. Ich weiß nicht, ob es mal jemand in die Kommentare geschrieben hat, aber irgendwo irgendwann hat mal jemand vorgeschlagen, mal so einen Baumstamm, so einen Baum komplett hier reinzuwerfen mit dem Ponzi Scorpion King. Das habe ich auch mal überlegt, das können wir eigentlich mal ausprobieren. Vielleicht machen wir das jetzt gleich zu Beginn mal. Warte mal, wir müssen aber noch wenden, weil die... Genau, weil die Verladeluke geht nämlich nach links vom Fahrzeug weg. Das heißt, wir fahren hier rückwärts rein. Und was wir jetzt erstmal gleich ausprobieren, ist zwar ein bisschen unrealistisch, macht man jetzt echt auch nicht so... Oder eigentlich gar nicht wahrscheinlich bei sowas, so einem Hochleistungshäcksler. Aber ich will es einfach mal ausprobieren, ist auch spaßeshalber mal mit dem Scorpion, Scorpion King hier so einen Baum fällen und den dann sofort hier komplett so am Stück hier so reinladen. Oder da drüber sozusagen so zu Baumstämmen so zurechtschneiden. Einfach mal aus spaßeshalber mal ausprobieren. Haben wir hier direkt auch einen daneben dran stehen, den können wir dann direkt nehmen. Und wir müssen natürlich noch einen Anhänger neben dran fahren, nehmen wir wieder den Fortuna-Kipper. Dann haben wir da am Unimog dran. So, Dille. Stellen wir ihn einfach mal irgendwie hier so hin. Können ja die Zugmaschinen dann, wobei die Zugmaschine kann eigentlich auch dranbleiben. So, dass wir halt, wenn wir von da oben mit dem Radlader dann hier ranfahren, ganz gut dahin können. So passt es ganz gut. Also die Zugmaschine ruhig dran. Motor kann aus. Rundumleuchten machen wir auch aus. So. Und dann holen wir erstmal, ne, wir fahren erstmal die Rampe, die Verladerampe aus. Guck mal, die hier vorne blinken immer noch. Muss man die extra an- und ausschalten? Okay, ja, die sollen einfach weiter blinken, schadet ja nicht. Sieht ja auch ganz cool aus. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Und, muss gerade nochmal gucken. Ah ne, erst muss das Zugfahrzeug abgehängt werden. Okay, es geht nicht mit Zugfahrzeug dran. So, jetzt aber. Das sollte ja reichen. Also, dann holen wir das Dieselaggregat mal an, fahren die Stützfüße aus. Und fahren das Rohr aus. Ja doch, da sollten wir noch gut drunter kommen, auch wenn der Iveco jetzt hier ein bisschen schräg dran steht. So, holen wir mal kurz unseren Unimog, sind wir jetzt schneller hingelaufen, jetzt sollen wir hin switchen. Der sollte ja hoffentlich komplett leer sein, ja, nichts drin. Dann starten wir einmal den Motor. So, der läuft wunderbar. Feststellbremse können wir lösen. Eigentlich könnten wir auch die ganzen anderen Sachen da ausmachen, wie Allrad. Oh, was habe ich jetzt da unten aktiviert? Oh. Habe ich irgendwas gerade da unten irgendwie aktiviert? Habt ihr gerade unten rechts vielleicht das gesehen, in dem Display, neben dem Tempomat, da waren eben irgendwelche anderen Symbole, keine Ahnung, für was alles stand. So, hier Allrad aus, Differenziale können alle aus, brauchen wir jetzt ja nicht, solange wir hier so auf der ebenen Fläche fahren. Und wir können auch mal das manuelle Getriebe ausmachen. So. Dann fahren wir mal los. Wenn er jetzt losfahren will, ah, es geht, ich habe auf falsches Pedal die ganze Zeit gestanden, genau, im Bremspedal anstatt im Gaspedal. So, einmal drehen und fahren wir mal dann vor zu dem Hochleistungshäcksler. Ich finde, es sieht schon echt schön hier aus, in dem Wald. Da haben wir auch echt schön viel Arbeitsfläche sozusagen, also schön viel Fläche, um hier zu fahren. Also echt auf jeden Fall ein super Wald hier, finde ich, auf der Map. So, dann mal schön zurücksetzen. Machen wir erstmal einen Fortuna drunter und den können wir immer noch später dann mal den, diese Mulde da von dem Unimog können wir immer noch später nutzen. Aber jetzt erstmal den Fortuna. So, der steht ja so ganz gut. Passt, wunderbar. So, dann machen wir den Motor wieder aus, der muss ja nicht unnötig laufen. Unnötig laufen, genau. Und dann schnappen wir uns jetzt nochmal den Scorpion King und gucken mal, King, und nehmen uns einfach mal jetzt hier irgendeinen Baum. Ich würde ja gerne den nehmen, der neben dem Iveco da steht. Wobei der Iveco halt ein bisschen
Blöd steht den. Wobei, nee, den kriegen wir schon irgendwie. Doch, den kriegen wir irgendwie. Vielleicht machen wir aber erstmal hier den Hochleistungshäcksler an, dass wir dann direkt da reinwerfen können. Das machen wir mit B. Einmal anschalten, den Hacker. Das Ganze läuft. So, und jetzt gucken wir, dass wir den Baumstamm uns da irgendwie schnappen. Ich mach's jetzt mal mit der Maustasten, weil ich jetzt gerade schneller, wie ich den hier so ausfahre. Anstatt mit der Seite, mit dem Joystick auf der Seitenkonsole. So, weiter. Jetzt kann ich manchmal mit dem Joystick auf der Seitenkonsole weiter. Ach, guck mal, hier direkt dran gegriffen. So. Einmal X drücken. So. Jetzt schön hochheben. Das wird jetzt spannend. Mal gucken, ob es jetzt irgendwie klappt. Ich will es einfach mal ausprobieren. Das ist eh sowas total unrealistisch, was man sonst echt auch nicht machen würde. Aber einfach mal spaßeshalber jetzt einfach mal hier den Hochleistungshäcksler. Ich weiß, es ist unrealistisch für die, die jetzt besonders hier auf viel Realismus halt setzen, ja, aber einfach mal spaßeshalber muss man es jetzt einfach mal ausprobieren. So, halten wir den mal hier so drüber und stellen mal, machen wir ruhig die längste Schnittlänge 8 Meter ein. So, und dann schneiden wir mal. Oh, 8 Meter war vielleicht etwas zu lang. Als er gerade die ganze Zeit durchgelaufen hat, dachte ich so, wann schneidet der jetzt mal? Okay, 8 Meter war vielleicht ein bisschen zu lang. Das ist vielleicht so eine Länge, was man so auf so einen Sattelauflieger dann aufladen kann. Warte, wir müssen jetzt kurz mal kleinere Stücke schneiden. Machen wir kurz mal 2 Meter. Das ist auch gerade ein bisschen kritisch, die springen immer fast raus, aber... Das ist ganz lustig, warte, was machen wir dann nochmal bei einem anderen Baumstamm und wir müssen erstmal den anderen da wegkriegen. Das ist ganz lustig, so einen Baum so da rein zu befördern. Eigentlich müsste man den noch so gar nicht entasten dann. Den anderen können wir leider nicht aufnehmen. Müssen wir kurz mal... Wir gucken mal, ob wir es mit dem... Da ist er. Mit dem Fendt da hinkriegen. Na, einsteigen. So. Keine Ahnung, wieso er nicht hochgegangen ist in die Fahrerkabine. Egal, dann soll er halt draußen bleiben. So. Das geht aus und... Fahrtrichtungswechselung geht auch, ist ja keine Ahnung, komisch, dass er nicht in die Kabine einsteigt, egal. Wir gucken einfach nur, was wir den anderen Baumstamm jetzt da reinkriegen. Das war schon ganz lustig, den jetzt einfach mal 2 Meter Stücke, einfach zack, 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 mehrmals X gedrückt und den da passend irgendwie geschnitten. Den müssen wir schon aufnehmen. Wobei der ist zu lang, um den da direkt so reinzumachen, ne? Das ist mehr so mal so ein Fun-Teil sozusagen, wo man so ein bisschen mehr unrealistisch mal spielen. Deswegen lass uns ruhig auch nochmal mit dem Scorpion King nochmal so einen Baum nehmen. So, was wir hier jetzt machen können, weil ich weiß nicht, der passt wahrscheinlich so nicht komplett rein. 8 Meter ist doch ein bisschen viel auch für das, was in die Lade... Wobei, wenn der so schräg dann reinfällt, geht das vielleicht. Aber guck mal, wir haben den echt wunderbar mit dem Fendt jetzt hier hochgekriegt, aufgenommen. Scorpion King, du stehst im Weg. Und hier einfahren, der Ausleger. So, wieder in den Fendt. Schön ist, der Motor läuft noch. Genau, weil gut, sonst würde er automatisch gestartet werden. Ja, eigentlich wollte ich heute über die Gamescom mal ein bisschen sprechen, aber das wird dann wahrscheinlich im nächsten Teil dann sein oder so. So, wunderbar, geht auch so. Baumstamm ist drin. Wir holen mal den nächsten Baum. Kurz nochmal vorne die Poltergabel zu. So. Komm, wir holen uns. Wir machen mal den kleinen Baum jetzt erstmal weg, der. Hat er so ein bisschen da gestört auf der Fläche. Was für eine lustige Aktion hier. So. Also, warte mal, wie ging das jetzt? Wenn man nicht ausfahren, dann war das hier die Taste. So, genau, Arm so mehr so einfahren. Ja, das ist jetzt mehr so ein ganz kleiner Baum. Aber dann haben wir den noch nicht mehr so rumstehen. Aber es lohnt sich halt nicht, ihn so zu fällen und es ist viel zu viel Aufwand, die so einzeln dann darüber zu fahren, so die kleinen Baumstämme. Dafür bietet er einfach zu wenig Ertrag. Wie das jetzt in dem Moment noch aussieht, bevor hier der Ponzo Scorpion King so das Harvester-Gerät vorne umkippt, wie der Baum einfach noch so gerade nach oben steht. Weil es jetzt so ein kleiner ist, hat er es halt noch besonders gut so halten können. So. Genau, müssen wir einfach wieder so machen, dass wir nur so ganz kleine Stücke halt schneiden, weil sonst fliegen die uns da drüber.
Einfach x, 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 x. Und das Ganze ist verarbeitet. Nice Sache. Macht schon Spaß, auch wenn es wie gesagt unrealistisch ist, aber egal. Einfach mal so spaßeshalber muss es einfach mal sein. Ach komm, wir schnappen uns jetzt noch ein, bis der Teil zu Ende ist. Wahrscheinlich ist dann der Fortuna voll. Weil es geht sogar irgendwie ziemlich flott, so den ganzen Baumstamm hier rein, den ganzen Baum da rein zu sägen. Also ich finde es ja auch mal ganz lustig, so mal als Abwechslung mal sowas zu machen. So. Dann gucken wir mal, dass wir den auch irgendwie dahin. Die Sache ist halt immer nur die, dahin, das ganze Gerät da so hinzufahren. Man diesen Mega-Baum zieht man ja einmal einfach so durch die Landschaft. Ja, in echt wahrscheinlich gar nicht möglich. So, guck mal, der liegt jetzt so wunderbar, den kann man eigentlich so schön hier drüber legen. Ist auch ganz cool, das hier mit dem Joystick jetzt nebenbei dann so zu steuern halt noch. Während der Fahrt hier, das sich gut machen. So, haben wir auch 2 Meter. Würde ich sagen. Warte mal, dann ruhig ein bisschen links vorbei. Der hängt irgendwo. Egal, machen wir ruhig auch so zwei. Ah, jetzt, da. Einfach so. So, und X und X und weiter. Immer die ganze Zeit. Guck mal, der. Ach, der lädt. Warte mal, der lädt irgendwie gerade gar nicht mehr über, ne? Dann haben wir den Anhänger so verrutscht. Ah, jetzt geht's wieder. Ah, ne, warte mal, das war das falsche Fahrzeug. Da wollte ich gar nicht einsteigen in den. Ich wollte eigentlich in den. Den hier einsteigen, genau. Weil er eben nicht mehr übergeladen hat. Oder irgendwie falsch standen oder so. Jetzt ist der Fortuna aber wieder, jetzt der Beast schon wieder aus. Nochmal starten. So, und weiter geht's mit der Action. Ja, jetzt lädt er auch wieder über. So lustig hier den Baum einfach so dahin ziehen und so da fällen. So geht es echt richtig flott. Da ist fast der Rest, der kommt. Das können wir jetzt auch nochmal ein bisschen länger die Schnittlänge einstellen. Das kann eigentlich so in einem durchgeben. So. Einen schnappen wir uns noch in dem Teil und dann ist der Teil auch schon zu Ende. Ich nehmen wir. Der steht da so im Hang, den können wir eigentlich später ganz gut fällen, aber der hier steht so am. Wobei den können wir eigentlich auch ganz gut nehmen. Wir müssen mal so einen nehmen, den wir später. Wenn wir den fällen, wenn wir den an der Stelle ablegen, wo er steht, dass die Bäume eigentlich rollen würden. Wobei. Den könnten, wenn wir jetzt so einen fällen am Hang, könnten wir den Ponzo Scorpion King ja auch hier hochziehen und dann da erst ablegen. Aber der steht schon recht etwas weiter weg und das. Nehmen wir jetzt den einfach mal. Ist ja auch egal. So, müssen wir nur gucken, wenn wir jetzt den da hochbringen, dass wir da nicht anderen Baumstämmen, die alle so schön beieinander liegen, da jetzt nicht irgendwie durcheinander bringen, weil die können wir dann schön ja mit der Poltergabel von dem Radlader schön alle auf einmal aufnehmen. Und ganz problemlos da mehrere auf einmal dann überladen. So, müssen wir jetzt auch mal gucken, was habe ich in der Schnittlänge eingestellt. 5 Meter ist ein bisschen viel. Oh, ich mache mal 3 Meter. Müssen wir gucken, dass wir dann halt irgendwie. Wobei, vielleicht ist 3 Meter jetzt auch zu viel. Je nachdem, wie wir den jetzt hier über den Hochleistungshäcksler kriegen. Ja, schon lustig, aber es klappt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Echt jetzt. Dass wir das so hinkriegen. Wir müssen 1 Meter nehmen. Das ist sonst 1 Meter. Da müssen wir echt oft X drücken. Oder machen wir mal. Probieren wir mal 2 Meter. Gucken. Hoffentlich fällt er rein. War ein bisschen knapp, aber 2 Meter passt. Na? Ne, 2 Meter ist zu viel jetzt wieder bei dem, wie wir gerade stehen. Müssen wir 1 Meter machen. Sind wieder zu weit weg fast. So. Und 1. Aber einfach die ganze Zeit, ich drücke die ganze Zeit einfach X am Durchgang und er sägt dann, sobald er wieder sägen kann. Dann habe ich jetzt einfach da. Hier. Der Ast da durch die Kabine durchgeht alles. Irgendwie müssen wir jetzt so Entasten deaktivieren können, weil da hätten wir ja nochmal mehr Hackschnitzel dann sozusagen. Wobei so viel macht es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr aus, dann die erste. Hier im Dauer arbeiten. Funa schon ziemlich voll wahrscheinlich. So Leute, genau, sind wir am Ende schon wieder von dem Teil angelangt. Das war es jetzt auch hier mit dem. Hier mal mit dem Ponzo Scorpion King das mal zu machen, den Hochleistungshäcksler zu beladen. Im nächsten Teil werden wir es dann machen mit dem. Wobei, wir können es auch mal mit dem Fendt mal wieder machen, weil wir halt mit dem Radlader ziemlich viel gearbeitet haben. Vielleicht machen wir auch mit dem Fendt erstmal ein bisschen was und dann mit dem Radlader schauen wir einfach mal. Der Motor kann erstmal ausgehen und
Der kann ruhig auch erstmal aus. Jetzt gucken wir mal kurz, wie voll der Fortuna schon ist. Hier in MLS-17 kann man ja so Objekte aufnehmen. Da könnten wir jetzt so einen Baumstamm bestimmt, so einen Meter Baumstamm kann man bestimmt aufheben. Könnten wir jetzt da irgendwie reinschmeißen oder so. So, na, schon zu 71% gefüllt, also. Wobei, da kommt ja, bei den 71% ist ja auch schon, bei diesem Füllvolumen ist ja auch schon noch diese Ladefläche hier hinten mit berechnet, bei dem Unimog. Also der Fortuna ist wahrscheinlich schon 80% voll oder so, also passt auch nicht mehr viel rein. Na gut, Leute, das ist an der Stelle jetzt schon wieder von dem Teil hier von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft auf der Map Die Alps. Ich hoffe, Teil hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Dann geht es im nächsten Teil hier weiter mit dem Verladen von Baumstämmen. Beziehungsweise nicht verladen, sondern halt dann da in den Hochleistungshäcksler reinbringen, wenn wir da rüber schauen. Alter, da haben wir auch schon wieder so eine richtig freie Fläche geschaffen. Also hier in dem Wald haben wir schon ordentlich abgeholzt an Baumstämmen, an Bäumen. Da haben wir jetzt hier echt so eine riesige freie Fläche. Sieht man auch so, kann man richtig hier durchsehen. So richtig frei ist die Fläche da jetzt geworden. Und hier unten sehen wir da immer den Radlader hier noch stehen. Wo ist er denn? Radlader? Ach nee, der Radlader ist ja gar nicht mehr da. Stimmt, den haben wir nur ausgeliehen. Müssen wir auch wieder ausleihen. Genau, da unten haben wir auch so eine richtig große freie Fläche. Sehen wir dann, wenn wir dann die Poltergabel da unten holen. Genau. Ja, Leute, das war's an der Stelle jetzt von dem Teil hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Teil. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein, euer LineGamer1. Ciao.